Was haben wir? Ah, hier haben wir noch einen satten Hugo. Da gehen wir direkt nochmal rein. Ah. Was machst du, Mann? Was machst du? Was ist das? Oh, damit alles so bei Hugo, das weißt du. Witzig, dass ich das mal aus Romatras Perspektive sehe, weil wir haben alle Sea of Thieves gespielt und auf einmal sagt er, ah. Legende, der Typ. Ne? Ich sag einfach. Boing. Nein, nein. Doppellatte. Doppellatte vor. Herrliche Entspannung. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Okay, ich bin sehr gespannt, was mich erwartet jetzt. Oh mein Gott, sieht das Game f***ing scuffed aus. Oh mein Gott, okay, Chat, das bin ich, Digga. Hey, you wanna be in my clan? Was ist das? Ist das Roblox? Jetzt ein Ja oder Nein, Digga. Wanna be friends? Jump two times if you wanna be friends, one time if not. Kann man two times sagen oder ist es immer automatisch twice? Ist two times einfach komplett falsch oder kann man es sagen? Das frage ich mich seit Jahren. Darf man two times sagen oder kriegst ist einfach falsch? Ist legit? Gut. And don't jump and I kill you. Ein Drecksleben, Jungs, oder? We ja, das sind umkloppen. We don't shoot, we're friendly Germans. Friendly Germans. Jungs, schnappt euch die Waffen. Let's go, easy. Deutsche Mafia, Bro. Wie sie auch so hingestürzt sind. Tamdao. Ganz, ganz weirder Duft. Der riecht wie so ein... Also Parfum-Streams check ich nicht. Revi macht jetzt Düfte drauf und sagt, wie sie riechen und kein Zuschauer kann es nachvollziehen. Das ist ja wie Chef Strobel. Warte, ich mache jetzt mal ganz kurz den Chef Strobel-Stream. Ey, Max, ich hab dir ein ultra witziges Bild auf WhatsApp geschickt. Guck dir das mal an. Ja, normal, weißt du, ja. Und der auch im Hintergrund. Ne, ja, geil. Ey, Max, ich hab dir einen richtig geilen Song geschickt auf WhatsApp. Hör den mal nach dem Stream an. Der ist geil. Der ist mega nice. Ja, ich hab hier noch ein Video. Das Video von vor 2 Jahren. Oh, was? Guck mal, wie wir da aussehen. Wie geil. Und dann Stream vorbei. Kein Zuschauer kann irgendwas relaten. Kein Zuschauer sieht was. Keiner hat irgendwie, wurde irgendwie unterhalten. Alle sind nur abgefuckt, weil wir nicht drüber wissen, worüber wir reden. Das ist immer Chef Strobel als Unterhaltung. Wie so ein Nadelwald. Ganz würzig, Digga. Ganz, ganz krass, wie so ein Fichtenwald. Gibt ganz viele verschiedene Düfte. Kommt immer drauf an, was für ein Vibe ich gerade habe. Digga, habe ich es gerade echt in die Kamera... Habe ich den gerade echt in die Kamera gehalten, ja? Oh! Muss ich am Rad spinnen? Bitte sag nein, Bro. Yes. Oh. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Oh, den Chip essen finde ich. Also jeder, der den gegessen hat, war ja danach Totalausfall. Das ist ja einfach nur brutale Körperverletzung. Danach hast du noch 3 Tage lang Eingeweidenschmerzen. Haben ja jetzt alle gemacht. Danach ist der Stream einfach vorbei. Man stirbt. Weiß ich nicht. Jetzt sagen aber alle, mach auch mal. Ich finde das giga wack. Unglaublich, also so scharf essen on stream, finde ich so kacke. Ich muss immer wieder relaten zu Revis Weihnachts-Charity-Event. 15 Streamer. Alle sollen 1 Million Scoville Chili-Vanille-Eis essen. Alle essen es. 2 waren auf dem Klo kotzen. 3 hatten Kreislaufprobleme, mussten sich hinlegen. Chef Strobel hatte Magenkrämpfe und musste raus. 7 von 15 Streamern mussten danach den Stream verlassen. Allen ging es schlecht. Danach wurde nicht mehr gefeiert, obwohl es so ein geiler Stream war. Alle sind nach Hause ins Hotel und allen ging es schlecht. Finde ich als Content nicht so krass, muss ich sagen. Oder? Danach war tot. Da war die Stimmung danach im Arsch. Es ist trotzdem geil. Ich esse den Chip, dann geht es mir 1/2 Stunde mega schlecht und dann mache ich den Stream aus. Ich finde es nicht geil. Kriegen wir einmal eine Abstimmung hin. Wollt ihr es trotzdem sehen? Ist das geil? Das haben auch schon 100 Leute vor mir gemacht. Aber würdet ihr das sehen wollen? Jeder hat das schon gemacht. Alle kacken ab. Krass. 2 Drittel sagen ja. 2 Drittel sagen ja. Das ist immer noch total viel. 66% ja. Krass. Okay. Ja. Das sieht nicht. Guck, der verlässt jetzt einfach den Stream und kotzt. Gesund aus. Ist der noch gut? Sieht der immer so aus?
Gehen jetzt essen? Schlucken die alle runter oder spucken die wieder aus? Alles scharf. Das geht. Geht doch. War angenehm. Geht. Ist angenehm. Ist doch nichts dabei. Ist doch nichts dabei. Boah, die Lampen gehen gleich aus. Ich spür's. Es trieft und tränt. So you take it from the heart. Aber das ist eigentlich eine coole Sache, auf den Stuhl zu hauen, der gibt ja so ein bisschen nach. Das könnte der Trick für ihn sein, damit er sein Zimmer nicht zerlegt. Da könnte ich mir mal was abgucken. Ich glaube, wenn ich mit dem Dings dagegen haue, wird auch nichts passieren, oder? Den Trick muss ich mal ausprobieren. Es war so ein geheimer Wunsch von mir. Ich wollte schon immer mal mit so einem Golfschläger jemandem, ne, wisst ihr, einen mitgeben. Das probieren wir jetzt mal aus. Natürlich hat er einen Golfschläger, natürlich. Natürlich. Wenn man den Stuhl schlägt wie einer, nicht mit der Faust, nicht mit dem Baseballschläger, natürlich hat er einen Golfschläger. Muss man natürlich auch alles stilecht machen mit dem Audemars PG Nick Faldo. Ah, okay, doch. Aber man muss auch damit sehr genau treffen, weil wenn du hier triffst, glaube ich, dann geht da sehr viel Kraft verloren. Haben wir das auch erlebt, ne? Jetzt für dich jegliches. Und schon ist es vorbei mit der Seriosität, euer seriöser Uhrenverkäufer. Jetzt schon vorbei. Jetzt schon wieder vorbei. Wir sind gestern zurückgekommen. Oh mein Gott. Oh. Oh Gott. Oh, mein Bein. Oh, das Einzige, was die Schmerzen lindern würde, wäre, wenn jemand eine Uhr kaufen will. Oh. Bei Satte Hugo läuft es ja auch sehr, sehr gut. Tatsächlich habe ich dich jetzt noch nicht in der Kundenkartei gesehen, aber ich werde dir ein paar gute Uhren empfehlen. Also kannst dich auf jeden Fall darauf freuen. Und das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Investment. Mach schon mal das Girokonto ready, ne? Das wird jetzt geplündert. Ruhe, willst du dich mal bei mir kaufen? Da muss doch langsam mal bei dir laufen, ne? Ich hab dir das schon mal erklärt, ne? Man qualifiziert sich hiermit, mein Lieber. Wie lange willst du noch warten? Irgendwann musst du bei mir abdrücken, wie jeder andere auch. Marc Gebauer schickt mir ganz schön oft Uhren, muss ich sagen. Er weiß ja, ich möchte meine Uhr nicht mehr tragen, die ist zu teuer geworden, die ist im Schließfach, ich habe keine Uhr. Ich möchte eine neue, günstigere. Der schickt mir schon ganz schön viele Modelle rum. Direkt mit Preis und allem. Ja, so alle zwei Wochen kriege ich mal auf WhatsApp. Marc Gebauer schickt mir ein Bild, weiß ich, oh, das ist eine Uhr. Das ist wieder eine Uhr. Alles sehr, sehr schöne Modelle. Was? $3 weniger Gewinn im letzten Monat? Ich muss hier. Aber freue ich mich auch drüber. Dann sieht man mal, was es alles so gibt und wo die Preise gerade sind. Wohl mal ganz andere Seiten aufziehen. Sie hat es heute zum ersten Mal gespielt. Oh. Ich hab's im Stream schon gelernt. You're the best, man. I love you. Was ist das denn, Digga? Always me. Like in Papi Platti. Why always me? Like in Papi Platti Platti Apuyam. Why always me? Like a Balotelli. Illy Jelly, I see your videos on YouTube. Ich bin gerade nur noch ein bisschen am Zweifeln, ob. Gatorade me, bitch. Ich bin nur ein bisschen am Zweifeln. Der Mann hat ein verficktes Gerät, Junge, was er hier zwischen seinen Zeigefinger und seinen Mittelfinger macht. Dann kann er so das zusammen machen und dann kann er Chips damit essen, damit er sich nicht die Hände dreckig macht. Digga! I think I found the perfect device for people who want to game and snack at the same time. Das hat Basti. Basti hat das. Und jetzt habe ich hier meine Fingergabel. Meine Fingerzange, kann damit sozusagen meine Maus weiter bedienen und kann trotzdem, ohne Finger schmutzig zu machen, meine Chips essen. A little bit of good. Weiß ich nicht. Also auch so mit so einem Chip sind schon sehr zerbrechlich. Ich hatte Angst, sie zu sehr kaputt zu machen. Und wenn du am Zocken bist, willst du auch keine Chips essen. Also, nee. Es ist eine normale Tastatur, Bruder. Es sieht wirklich nicht so ekelhaft aus. Let's hugge im VR-Chat. Ich seh nix. Come here, little kiddies, on my lap. Ich kicke. Oh, eine Scheiße. Ja, der Typ hat so einen Knacks, wirklich, hat so einen Schaden. Wer programmiert so einen Scheiß überhaupt in VR rein? What a little time, Maxi. Can I kiss you? Yeah, you can. You make it look like.
Wie krass ist der Skin? Krass, ziemlich krass. Danke. Hätte ich meinen Nucci-Account, jetzt hätte ich den auch, aber habe ich leider nicht. Ja, das ist es. Da wurde ich gebannt, weil ich zu viele Skins hatte. Boah, das weiß ich nicht, ob das der Grund war. Und weil ich gecheatet habe. Ja, das auch noch. Boah, Level 294 und ein Level brennt, weiß ich nicht. Da würde ich direkt mal leaven, oder? Gib ja drei Argumente, warum du kein Streetsniper bist. Selber geliebt? Okay. Hallo? Maus aus Hawaii? Digga, was geht denn bei dir ab, Maus? Ich schwöre, das ist das schlechteste Mikrofon, was ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Hört man mich? Ja, ihr redet da? Ja, ich bin die Maus aus Hawaii. Hallo? Hallöle. Oh. Das ist dein... So sagst du Hallo? Ja. Hallöle. Ja. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, was machen wir jetzt? Ich wollte eigentlich hier landen, ein paar Missionen machen. Warum hast du keine Schule? Ich hatte keine Lust, heute zu gehen. Oh. Aber heute kann ich nicht lange. Danach gehe ich noch rauchen. Was rauchst du? Zigaretten. Ich will eigentlich aufhören, aber irgendwie auch nicht. So random die Gespräche, so random. Wenn das Nikotin dir in jede Faser deines Körpers... Man hat jetzt ab und zu auch so im Sprachchat NPCs. Ich dachte, du wärst jetzt ein NPC. Ein Bot hört sich ganz anders an. Ein Bot ist ganz motiviert, nicht so wie ich. Krass. Schlaf. Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Verniedert und Tobago. Verniedert und Tobago. Verniedert und Tobago. Trinkt eine Pulle Vitavette große. Ja, wieder viel passiert. Gutes Video wieder. Oh, ich hab was für euch. Ich hab was für euch, Leute. Es ist wieder soweit. Das ist schon gang und gäbe. Erinnert ihr euch an die Umfrage, Bachelor-Umfrage von meiner Freundin, als sie ihr Bachelor gemacht hat? Eine schnelle Umfrage, dauert 2,5 Minuten. Das haben wir jetzt. Das ist, es ist soweit. Masterarbeit. Vor 3 Jahren war das. Hier. Jeder, der dran teilnehmen kann, mega gut. Geht um Content Creator, Social Media, Auftritt von Marken, Rabattaktion, Giveaways, der Stuff. Jeder, der da dran teilnehmen kann, wäre mega cool. Die muss eine... Die Umfrage machen und da müssen eigentlich immer so 50 Leute mitmachen. Letztes Mal waren es ja 8000 oder so. jeder, der diesen Link sich kopiert und das macht, ist super. Ja, ich bin da jedem Einzelnen dankbar. Ist wirklich schnell gemacht. Ist von der Masterarbeit.